Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Eterna Sonata. Hallöchen, Leute. Ja, nicht verwundert sein. Ich dachte, ich erlaube mir mal einen kleinen Scherz und spring einfach mal direkt in den Kampf zum Beginn des Parts und kommentiere das einfach mal nicht. Und ich hoffe, ich habe den einen oder anderen jetzt gerade so ein bisschen verarschen können, der jetzt so dachte, was zur Hölle geht denn jetzt ab? Wo? Warum Kampf? Und warum redet er nicht? Und was ist los? Und ja, einfach so, weil ich kann und so. Erlaubt mir doch auch mal ein Späßchen, Leute. So, Leute, wir sind immer noch auf jeden Fall hier auf dem Weg in Richtung Gipfel des Mount Rock, genau. Und wir haben noch so ein paar kleine Fische hier zu besiegen, bevor wir da hinkommen. Und dann habe ich euch ja im letzten Part schon versprochen, dass es eventuell ein bisschen cool wird jetzt gleich. Und ich hoffe mal, das wird auch wirklich ein bisschen cool gleich, weil ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher, dass es jetzt kommt. Oder ob das jetzt halt kommt, aber ich glaube, dass wir gleich einen coolen Kampf vor uns haben. Aber zuerst mal wieder ein paar rote Vögel verkloppen. Das haben wir doch schon lange nicht mehr gemacht. Oh nein. Zafum. Ach Leute, ich schnetzel mich hier einfach durch die Mengen. Das ist doch alles kein Problem. So, und du bist nach 1, 2, 3 und tot. Ja, das weiß ich mittlerweile. Und du sollst auch nicht mehr lange überleben. Genau. So, letzter Gegner, oder vielleicht auch nicht, mal gucken. So, ich würde ganz gerne mal auf meine Erfahrungspunkte gucken nach dem Kampf, weil ich eventuell mich noch hochleveln will zum nächsten Level up für jeden, um den nächsten Kampf zu bestreiten oder bevor ich den nächsten Kampf bestreite, weil ich habe den ein bisschen fies in Erinnerung. Ich weiß es gerade gar nicht mehr so hundertprozentig, aber ich glaube, der war ein bisschen fies. Aber wir gucken einfach mal, Leute. Macht euch mal keinen Stress. Chillt mal eine Runde. Zafum! Voll auf die Fresse, du Rotbrett! Was, Rotbrett? Was ist denn hier los? Tada! So, was sagen die Erfahrungspunkte? Die Erfahrungspunkte sagen noch 3-4 Kämpfe ungefähr. Hier sind aber keine 3-4 Gegner mehr. Ach komm, Leute, drauf geschissen. Wir gehen einfach da hinten lang jetzt, heilen uns und saven. Das ist ein Plan. Und dann kommt das, glaube ich, was ich so im Kopf habe. Gipfelnähe. Oh ja, Gipfelnähe. Hört schon mal gefährlich an. Wird man hier nochmal geheilt? Moment. Ja. Nö. Ich möchte mich ganz kurz eigentlich schon mal heilen. Aber ich möchte dafür nicht den ganzen Quark hier verschwenden eigentlich. Und ich möchte auf jeden Fall, Moment. Lass mich nicht lügen. Ich möchte... Ja, ich möchte ausnahmsweise mal Allegretto aus dem Team nehmen. Für den Frederik. Ja. Oh mein Gott, was tut der da? Nee, macht alles vollkommen Sinn. Weil ich hätte gern doch einen Heiler im Team. Kann der kann heilige Unterschrift, wunderschön und Pure Graph und... Moment, haben wir auch eine Heilattacke für Dunkel? Schlägt zu, Angriff? Nö, ich glaube nicht, ne? Gut, dann müssen wir halt hoffen, dass wir irgendwo in ein helles Gebiet kommen beim Kampf. Ja, okay. Ich meine, Frederik ist jetzt nicht der Allerstärkste, gebe ich ja zu. Mit 258 Angriff. Ja, ist okay. Ist okay. Ist okay. Spielstand speichern nochmal ganz kurz. Und dann stürzen wir uns ins Geschehen. So, Mount Rock, dieser Name, macht mich immer noch total dizzy. Habe ich das gesaved überhaupt? Ach, ich glaube schon. Ich war gerade ein bisschen abwesend. So Leute, ab geht's. Genießt die Show.
この丘を越えれば、あとは下り坂ですね。そうだな。もうすぐフォルテリオだ。ここからは身分がわからないよう、特に気をつけた方がいいだろう。おーい！皆さん。予想より早く追いつかれてしまったな。フォルテまで行けると踏んでいたのだが。間に合ってよかった。これはどういうことだ？どうして追っていらしたのですか？バロック城の人たちに内緒で行かれてしまうなんて、皆さんすごく心配してましたよ。バロックは無条件で降伏することにした。この身を直接差し出せば、私が本気だということが分かってもらえるだろう。犬死にするだけだ。ワルツはそんなに甘くない。私が口添えすれば、お命は助かると存じます。いえ、たとえ私の身に変えても、それが私にできるせめてもの償いなのですから。そしてワルツは王子を失って混乱するバロック領に攻めてくる。誰でも考えつくシナリオだな。そうですよ。今バロックを離れたら。攻めてきたの？なんて数なの？くそ。あなたたちは上空で待機していなさい。レガード、行きますよ。承知しました。あれだけの大軍に立ち向かっても、我々に勝ち目はない。我々がやられれば、次はそのままバロックに攻め入るだけだ。どうするの、ジル？相手の要求を聞くふりをして、時間を稼ぐしかあるまい。皆様にわざわざフォルテまでお越しいただくのも申し訳ありませんからね。途中までお迎えに参上しましたよ。ワルツ伯爵、我々バロックは無条件で降伏しよう。これ以上戦争の恐怖で国民に辛い思いをさせたくはない。国民思いの素晴らしい王子ですな。しかし、その保証がありませんと何ともお答えできませんが。私がここにいるのがその証だ。私の身をフォルテに委ねよう。その代わり、セレナーデはここにいる人たち、そして我が国民には危害を加えないでほしい。私だけで十分役目は果たせるはずだ。ワルツ伯爵、私はバロックが一歩前に踏み出してしまわぬようずっと見張ってまいりました。その場から動かぬように必死で監視していたのです。
結果的にポルテを肯定することになるということも承知しておりました。それでも私は正しいと思う考えを貫きました。しかしそれは間違いでした。一歩前に踏み出すことはもちろん、その場から動かなかったとしても問題は何も解決しないのです。どちらかが一歩引く必要があることに気づいたのです。だからバロック側が一歩引いたと。おっしゃる通りです。私たちが今この場にいることが何よりの証拠です。後ろ向きに一歩下がることは前に一歩踏み出すより勇気が必要です。なぜならばそこに地面がある保証がないのですから。私たちの勇気を無駄にすることなく、バロックと手を取り合って一緒に発展してまいりましょう。このまま睨み合っていてはお互いが不利益なのは火を見るより明らかではありませんか。僕らにとってバロックからの脅威などはもう関係なくなったんだ。バロックの王子なんてもっと興味はないね。僕らが今興味があるのはその娘さ。その娘をこちらに引き渡せば、クレッシェンド王子やセレナーデさんの安全を約束するよ。もちろん、そのお嬢様も丁重に扱わせていただきますが。そんな甘いこと言って、あたいはもう騙されないだべ。私どもにはそのお嬢様が元気でいらっしゃることが重要なのです。もちろん投獄などいたしませんし、何不自由なく暮らしていただければ結構。僕らの利害は一致している。さあどうする。ポルカ、大丈夫、心配しないで。きっと悪いことにはならない。テヌートを出るとき決めたんです。私の残り少ない命をみんなのために使うって。そのための旅なんですから。素直ないい子だ。部下に欲しいくらいだよ。ポルカ姉ちゃん、行っちゃダメだ。くそ。浅はかな振る舞いは慎んでいただきたいものですな。せっかく樹立した歴史的和平を保護になさるおつもりですか。どうぞこちらへ。
どう？はい、ワルツ様。なんだ？あの光は。ワルツ様、ご推察の通りです。レガート、この娘を連れて行きなさい。くれぐれも丁重にね。さあ、この娘以外にはもう用はないね。気晴らしに遊んであげるよ。僕を止められるものはない。この時が来たか。Oh Leute, Leute, es geht los! Wir kämpfen gegen den Walzer! Und gegen seinen riesen, komischen Dino. Oh mein Gott, Leute, es ist gerade viel passiert. Oh Gott, da sind gerade zwei Welten aufeinander geprallt. Mit verschiedenen Ansichten. Und ihr habt es ja gesehen, es ist so, oh Gott, es ist too much passiert. Und es sei mal dahingestellt, ich meine, es war's noch nicht. Nach dem Kampf geht's noch cool weiter, auf jeden Fall. Und ja, deswegen wollte ich auch, damit Frederik im Team ist. Oh Gott, wir haben den Drachen schon gekillt. So gut. Damit wir ein bisschen heilen können, weil ich glaube, der Kampf ist gar nicht so einfach. Aber mit ein bisschen Heilung kriegt man das Ganze schon gebacken. So immer schön draufkloppen. Wir haben hier Mazurka, die ist ja recht stark. So, zack, zack, zack. Wir. Ja, soll ich das Echo aufladen? Ich weiß es gar nicht. Aber der macht schon ganz schön Schaden, der Typ. Aber man kann das Ganze auch ganz... Hä, ich bin nochmal dran? Sehr merkwürdig. Komm, wir machen uns das Echo mal hoch. Damit der gute Chaz ein bisschen reinkloppen kann. So, zack, zack, zack. Oh, das macht richtig gut Schaden. Oh, Harmonieketten, die darf ich nicht vergessen. Es gibt ja noch diese Harmonieketten, Leute. Stimmt ja. Eieieiei. Ah, der gute Graf macht schon ganz schön Schaden. Wir heilen da mal ein bisschen. Nicht umsonst haben wir Frederik ins Team gemacht. Und eine Harmoniekette noch hinterher gepfeffert. Sehr schön. Ja, der soll jetzt nicht mehr so viel aushalten. Ich bin mal ganz ehrlich. Was will der Gute denn machen gegen unser gekonntes Team? Ah, sehr schön. Ich habe geblockt. Sehr gut. Und der... Ey, ganz auf zu blocken. Jetzt ist Chaz dran. Er macht hier voll Krawamba. Er schützt sich. Er schützt diese Attacke. Was für ein Arschloch. Ah, komm schon her. Heilung für Mazurka. Ach, guck mal, es läuft doch eigentlich ganz gut. Ich habe mir das ein bisschen schwieriger vorgestellt irgendwie. Aber ist ja alles halb so wild irgendwo. Aua, oh, 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 er greift uns beide an. Nein. Okay, ich habe nichts gesagt. Der gute Chaz könnte eine Heilung verbrauchen. Gebrauchen. Aber erstmal draufkloppen, bevor wir hier heilen. So, komm jetzt. Jawoll! Und zafum! Schade, hab die Harmoniekette nicht hingekriegt. Und das soll's gewesen sein. Scheiße. Moment, haben wir was zum... Hier, mal ganz kurz heilen. So, Gott, das war eine ziemlich Kackrunde. Moment, wir machen hier das hier mal. So, ein bisschen Heilung für die Truppe. Aber er hält nicht mehr lange durch. Er liegt schon Richtung Boden, der gute Graf Walzer. So. Ich würde sagen, bevor wir den letzten Schlag machen, Leute, er dürfte gleich hinüber sein. Und da folgt ihr wieder eine Cutscene. Und es geht episch weiter und so. Machen wir eine Pause, Leute. Was für ein geiler Part. Ich fand es... Es spitzt sich langsam zu. Langsam kommen wir in die heiße Phase des Spiels. Es dauert nicht mehr so lang, Leute. Wir haben es wirklich bald
gepackt. Es ist so cool, Mann. Ich lieb das Spiel. Leute, schaltet nächstes Mal wieder ein. Wie gesagt, es bleibt richtig cool und epic. Und wir müssen den guten Herren ja auch noch verkloppen hier. Also wieder einschalten, Leute. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Sehen, Tränen, Pem. Tschüss. Oh mein Gott.